Folge 220 von Simotrans. Wir hatten hier die Steingeschichte erledigt und wollen jetzt den Baggersee in Angriff nehmen, damit der Sand dahin kommt. So, wo sind wir hier? Hier war das, wo der Sand hin muss. Zementwerk und der Baggersee. War der hier? Wo war der Baggersee? Ich weiß es nicht mehr. War der nicht hier irgendwo? Oder war, nee, der war hier. Hier ist der Baggersee, da ist er. So, jetzt ist die Frage, wird hier, aber wir können ja auch definitiv das Gleis noch daneben ziehen, wenn, ne? Aber er wird ja auch hier geschnitten, so ist ja nicht. Also es muss hier auch Sand möglich sein, ne? Connections. Ja, Sand geht. Aber wir müssen sowieso ausbauen, weil, ne, wie wir sehen, ist der Bahnsteig ja nur einzeln. So. Und dann noch den Bahnsteig hinzaubern. Dann haben wir das. Und wie kommen wir da hin? Das ist die Frage. Ah ja, da ist ja schon eine Zuglinie hin. Und das ist... Wie kommen wir denn hier an? Womit kommen wir hier an? Ist das hier... ja. Was wird hier transportiert? Nur LKW Steine zu Wendwerk ist da. Da wartet noch nichts. Ist klar. So, das bedeutet, wir müssen jetzt hier Sand hinbekommen. Was wird denn da angeliefert? Gibt es da auch schon Schüttgut? Farben, Kunststoffgranulat, da ist Schüttgut dann bei. Papier und Stahl. Aber wir fahren da, glaube ich, mal direkt da hinten hin. Dafür machen wir... Ja, neuen Zug, ne? Aber wo kommt der weg? Da oben. Und zwar... Altertumszug noch. Diesel. Waggons. Sand. Sand, Sand, Sand. Da ist er. Waggons. 22, 28 Tonnen. 15 Tonnen. 57 Tonnen. 1,85. Ja, bleibt ja nur der über, ne? Einer geht noch. Nee, doch nicht. Sollen wir den gleich zweimal machen? Weiß ich nicht. Fahrplan ist dann... Von da... Noch... Da. Da am Ölfeld 100% laden. Das wird eine neue Linie. Und das ist ein Güterzug Sand. Schuss. Und fertig. Und starten. Jetzt fährt er da oben los, ne? Karte zu. Da ist er schon. Habe ich auch noch erwischt. 400 Tonnen schafft er auch. Irgendwo hier war das, ne?
Da ist es. Ach, guck mal, der eine Zug ist jetzt weggefahren, ne? Okay. Ist der. Ach, der ist sogar dann noch eingebaut. Sehr interessant, okay. Und dann ist es noch einer länger. Also reicht das gerade so. Ne, ist ja drei, ist ja schon sechs. Wir hätten also auch sechs da machen können. Wieso geht es da nicht weiter? Also, weil da unten gerade nur einer fuhr. Schauen wir mal, ne? Machen wir hier eine Verfolgungstour. Aber dafür machen wir mal gerade schneller. Der ist jetzt gerade so ein bisschen am Warten da. Fährt er durch? Ja, ne, da war es noch nicht. Ich dachte, der Weg da ab, aber da war es noch nicht. Hier gerade Ausgleich. So, und jetzt lädt er. Sand. Gut, fährt er auch gleich los. Bringt ihn dann da hinten hin. Diese einsame Strecke hier. So, und da entlädt er. Und die. Haben jetzt Sand gekriegt. So, den können wir mal ausmachen, das passt ja. Was haben die denn jetzt hier? Die haben Sand und die haben keine Steine. Kohle und Verpackungsmittel brauchen sie. Das nehmen wir irgendwie. Warte mal, da war jetzt 398 Grad oder wie habe ich das gesehen? Ah ne, der 851, der steigt, alles klar, das war die Zahl, die ich gerade wahrscheinlich im Augenwinkel hatte. Gut, das bedeutet, Sand und Steine kommen an, jetzt ist noch Kohlenbergwerk gesagt. Und das ist von da. Was ist denn das für ein Zug hier? Ach so, zum Chemiewerk, alles klar. Das bedeutet ja schon wieder, wenn wir hier noch... Da müssen wir das noch ausbauen, ne? Da muss hier noch ein bisschen was weg. Wenn da noch einer hin muss, ne? So. Und dann brauchen wir ein paar Gleise. So, und dann den Bahnhof dahin. Passt. Und dann können wir diesen Zug dann da auch nochmal fahren lassen, ne? Jetzt ist die Frage. Das Schüttgut kommt aber nicht dahin, ne? Ich gerade am überlegen, ob Simotrans da nicht noch einen Weg gefunden haben könnte, ne? Weil... So, Quatsch, hier muss ich nicht gucken, ich muss mal hier gucken, wo der Bahndamm ist. Ne, ne, das, warte mal, das ist jetzt das Altenauer Kohlekraftwerk, das will ich gar nicht, ich will hier hin. Der ist schon erledigt, ich will das sehen, so, das haben wir hier. Also, da gibt es keinen Weg dahin, sonst wäre das ja schon hier gemacht. Jetzt müsste man überlegen, ja, müssen wir nicht überlegen, wir bauen einfach noch einen Zug. Den da... Mit denen. Und es ist hier der Fahrplan. Ist von hier nach da hinten. Ist dann weit, weit unterwegs. Müssen wir ungefähr so hinkommen hier, oder? Ja. Fährt nach da. Da oben 100% geladen. Eine neue Linie. Das ist der Güterzug. Kohle. Zement. Werk. Passt. Wir können da noch so ein Strichlein machen. Schuss, Schuss. Erledigt. Starten. Erledigt.
gucken, da war Wasser. Das wollte ich eigentlich zumachen. So, wie viel kriegen die jetzt mit? 150 ist schon da, okay. Dann machen wir das mal ein bisschen schneller hier. So, der fährt los. Auch den langen Weg da hinten hin. Biegt da ab. Wartet hier auf Gegenverkehr. Okay, ich glaube, wir könnten hier ein Problem kriegen, ne? Dass das Gleis nicht frei wird. Gibt es auch keine Signale. Lass uns mal hier irgendwo, und das war die falsche Taste, eine Ausweichstelle machen erstmal. So. Und da Signale hin. So passt es erstmal, ne? Dann kann da einer auch warten. Er fährt nämlich jetzt auch schon. Bis zu dem Signal wahrscheinlich. Warte, dann sind wir bei den Signalen wahrscheinlich auch schon erstmal hier richtig. Obwohl, da passiert ja nichts. Ne, der muss da warten, weil der andere ja da Gegenverkehr da schon ist, oder? Ja, das wird so sein. Wie weit ist denn der? Okay, der wartet da auch noch. Der wartet da. Der wartet da. Und die warten alle irgendwo. Ach so, der fährt da nicht rein, weil hier ein falsches Signal wahrscheinlich steht, ne? Das könnte sein. Bis dato war da ja nur ein Dingens, sich schon ein Halt. Und das andere kann weg. So, jetzt müssten sie das eigentlich richtig machen, oder? Er fährt auf jeden Fall da rein. Wird geladen, oder? Ja, voll. So, das bedeutet, das ist dann auch nicht mehr hier kein Stau, da sollten alle wieder fahren, oder? Der ist auch schon weg. Der fährt vor. Und dann müsste er hier unten ja auch vorfahren, ne? Ja, passt auch. Jetzt wird er erst hier. Ah, die Nostalgiezüge, ne? Die müssen wir dann mal alle austauschen, oder? Ja, das ist jetzt so ein schwieriges Unterfangen. Da kommt der nächste. Der hat auch noch Vorfahrt. Ne, hat er nicht. Der hat Vorfahrt. Der muss aber erst durch sein. Vielleicht sollten wir hier mal zweigleisig noch gerade bauen. Kann so bleiben, oder? So passt es doch, oder? Jetzt hat er gerade festgestellt, dass er da nicht langfahren darf. Die können wir nicht einfach so austauschen, okay. Dann lassen wir die erst so. Ah, er wollte auch noch da lang, hat es dann aber gemerkt, dass man da nicht langfahren darf. Gut, das ist aber richtig soweit. Er ist schon nach dahin unterwegs. Hier ist ein ziemlich langes Ende, ne?
Könnte man vielleicht noch ein Parallelgleis hier machen. Obwohl Geld ja keine Rolle spielt eigentlich, ne? Haben wir ja genug, könnten wir eigentlich auch so machen. Aber lassen wir erstmal so laufen. Ja, geht so. Jetzt steht er da, er steht da. Aber hier geht's weiter, okay. Der biegt da ab. Dann darf er auch wieder fahren. Okay, der hätte auch so oder so da rumfahren können, ne? Hm. Naja. Ist dann erst so. Gut, das bedeutet jetzt, ist da jetzt unten Sand angekommen oder nicht? Ja, Kohle ist unterwegs, die müssen wir noch finden. Kohle kommt eigentlich von da, oder? Wo ist sie denn? Hier kommt sie gerade an. Nee, das ist nicht die Kohle, oder? Was fährt der denn hier hin und her dann? Achso, den muss man auch anklicken, dann kann man es sehen, ne? Doch, der hat Kohlekraftwerk Hadex. Ah ne, warte mal. Ah, wo fährt der hin? Ach, Kohlekraftwerk, okay. Keine Ahnung, warum der jetzt gerade hier gefahren ist, aber... Dann müsste es ja hier irgendwo einen Stau geben, dass der nicht hier angekommen ist, der Kohlezug, oder? Der muss doch hier irgendwo sein. Oder ist er da schon vorbei und ich habe es gar nicht gemerkt? Also hier sei er schon nicht mehr. Der sollte dann hier lang fahren, oder? Wo ist er denn dann? Da muss er ja schon hier hinten irgendwo sein, oder? Ohne dass ich es mitgekriegt habe, kann nicht sein, oder? Der ist verschollen. Zack. Ach, der hat schon abgeliefert, der ist schon auf dem Rückweg. Krass. Okay. Dann mal da nochmal hin und dann muss ich mal gucken, was noch fehlt, ne? Jetzt haben wir Steine, wir haben Sand, wir haben Kohle und jetzt fehlen noch die Verpackung. Die um die Ecke sind, ne? Ja, was machen wir mit den Verpackungen? Das ist eine gute Frage, ne? Da müsste noch ein Gleis dann mehr daher, ne? Sonst blockiert uns das alles nachher. Noch ein Bahngleis. 5. So, jetzt müssen wir da oben aber zum Dingens hin, zum Depot. Könnte man eigentlich hier so eine kleine Lok nehmen, ne? Ist ja nur ein kurzes Stück. 100. 90. Zack. Waggon für Verpackung. Und der ist veraltet. 22, 22, 31,
31 ist hoch. So. Fahrplan von da nach da und erledigt. Das waren die 100%. Packungen Zementwerk. Ah ja. Wieder unser Strich hier vergessen. Und Schuss und Schuss und fertig und starten. Und dann kommt er gleich hier raus. Und dann muss der das ja schon sein, oder? Da ist er. So, und dann bedeutet das, wir wollen mal ein bisschen schneller. Gucken zu, wie er da durch die Gegend fährt. Kleine, starke Maschine. Der sieht so lang aus. Das macht er auch im Gegenverkehr, okay. Aber passt rein, tatsächlich. Aber irgendwie kommen da jetzt keine Verpackungen an, oder was? Ach so, doch, 20 Stück sind da schon dran. Das heißt, hier fehlt irgendwas. Stahl fehlt da. Okay. Dann müssen wir uns bei den Verpackungen ums Stahl kümmern, dass das demnächst läuft. Gut, das machen wir mal alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genau habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.